Ja. Herr Präsident, meine Damen und Herren, erst einmal muss ich sagen, ich bin begeistert, wie viele das sich heute für den Mindestlohn um diese Uhrzeit noch interessieren. Da sieht man, dass Sie doch ein wichtiges Thema getroffen haben. Aber Frau Krellmer, ein paar Dinge vorweg. Vielleicht können Sie ja das bilaterale Gespräch nachher fortführen, wenn ich fertig bin. Der Mindestlohn ist ein ordnungspolitisches Instrument und setzt die Untergrenze. Wir sprechen hier nicht über einen Deutschlandtarif, und es ist nicht die Aufgabe des Staates, deutschlandweit Löhne festzusetzen. Das wäre Gleichmacherei, das wäre Planwirtschaft. Da haben Sie ja die beste Erfahrung, wie man sowas an die Wand fahren kann. Das wollen wir nicht mit einem Mindestlohn. Und ich sage Ihnen, deswegen haben wir uns auch immer gegen einen gesetzlichen Mindestlohn gewehrt, wollten einen tariflichen. Das war hier leider nicht möglich. Jetzt haben wir einen gesetzlichen, weil wir wussten, dass dieser Tag kommt, dass Sie den gesetzlichen Mindestlohn nicht im Sinne der Arbeitnehmer machen, sondern 3 Monate vor der Bundestagswahl für Wahlkampfklamauk benutzen. Das tun Sie heute nicht mehr und nicht weniger. Und zweitens. Der gesetzliche Mindestlohn, den haben wir vor 2 Jahren eingeführt. Geben Sie dem Gesetz doch mal die Zeit, auch zu wirken. Wir haben jetzt die erste Erhöhung gehabt der Tarifkommission. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, dass wir nicht in diesem Hause politisch den Lohn festlegen, sondern dass wir es den Fachleuten überordnen. Haben Sie denn zu diesem paritätisch besetzten Gremium zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften kein Vertrauen? Anscheinend nicht. Wir schon, und deshalb arbeiten wir mit dieser Tarifkommission weiter. Und ich bin überzeugt davon, dass es im Sinne der Wirtschaft dieses Landes und der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Landes gut ist, wie es ist. Was Sie machen, hat nicht das Interesse der Arbeiter und der Menschen in diesem Land im Sinn, sondern billigen Populismus. Und ja, meine Damen und Herren, Lohngestaltung ist nicht Aufgabe der Tarifparteien und Betriebe. Wir haben die Tarifautonomie im Grundgesetz verankert. Für uns gebietet es auch das Grundgesetz, dass wir den richtigen Rahmen schaffen für vernünftige Arbeit. Und natürlich muss man von gutem Lohn auch leben können. Und natürlich muss guter Lohn gerecht sein. Und natürlich muss gerechter Lohn ermöglichen, dass ich in der Arbeit nicht Altersarmut werde, dass ich keine Aufstockung brauche. Nur den Denkfehler, den Sie machen, Frau Krellmer, ist, dass unser Ziel ist, dass ich von 16 oder 17 bis zur Verrentung im Mindestlohn bleibe. Das wollen wir nicht. Wir wollen die Menschen ausbilden. Wir wollen gute Beschäftigung anbieten und nicht 60 Jahre in der prekären Beschäftigung. Das hat nichts mit vernünftiger Wirtschaftspolitik, vor allem aber nicht mit vernünftiger Politik für die Arbeiter in diesem Land zu tun. So, wir haben momentan eine Situation in diesem Land, historischen Tiefstand der Arbeitslosenquote in Bayern, 3%, das ist quasi Vollbeschäftigung, nur noch natürliche Fluktuation. Das liegt halt auch daran, wie ich mit der Politik in den Ländern umgehe. Und ich würde Ihnen raten, bevor wir hier weiter Wahlgeschenke verteilen, dass wir uns um Wachstum kümmern in den Ländern, dass wir vernünftige Beschäftigung schaffen in diesen Ländern. Horst Seehofer hat gestern ein 3-Milliarden-Programm vorgestellt, um die Wettbewerbsfähigkeit von Bayern noch stärker auszubauen. Das ist die richtige Politik. Das ist Politik mit Augenmaß. Und das schafft auch gute und sichere Arbeitsplätze. Wir haben jetzt mit diesem gesetzlichen Mindestlohn einen Eckpfeiler gesetzt. Den muss man auch langfristig entwickeln. Das heißt, langfristig und nachhaltig, er muss auch in einer nicht so robusten wirtschaftskonjunkturellen Lage funktionieren. Deshalb wird er sich nicht immer an den Lebenskosten entwickeln können, die Sie vorher eingefordert haben. Der Kollege hat es vorher mit ausgehört. Wir sprechen hier von der untersten Haltelinie. Das ist nicht der Anspruch, dass man mit dieser untersten Haltelinie in Pension geht. Und natürlich muss ich auch über Ausnahmen unterscheiden. Und wer glaubt, ein Praktikantenverhältnis führt dazu, wenn ich den Mindestlohn verlange, dass wir mehr Menschen in die richtigen Jobs bekommen, der irrt. Ein Praktikum ist natürlich auch kein Arbeitsverhältnis. Und deshalb sind auch die Ausnahmen richtig. Das Schlimme ist, was Sie mit dieser Forderung heute machen, dass Sie vor allem den Unternehmen,
Unternehmen, die eh unter roter oder grüner Standardpolitik leiden, die jetzt bei den letzten Wahlen abgewählt worden ist, noch mehr Gängelung auferlegen. Machen Sie einfach zu Hause, wo Sie noch regieren, eine vernünftige Politik. Dann haben Sie vernünftige Arbeitsplätze. Und wir brauchen uns über dieses Thema hoffentlich nicht noch mehr unterhalten. Herzlichen Dank.